Ja, Leute, es ist soweit. Save the date. Die Werbung, die ging die ganze Zeit durch diverse Facebook-Gruppen und jeder hat sich gefragt, was findet da überhaupt statt? Und jetzt habe ich die Erlaubnis, es endlich zu sagen. Ich wusste es schon seit ein bisschen länger, aber ich musste mich wirklich zusammenreißen, nichts zu sagen, weil das ist mega geil. Und zwar Europahalle in Castrop. 1800 Quadratmeter. Da findet die Deutschlands größte Figurenbörse der 80er und 90er Jahre Toys statt. Tickets könnt ihr buchen unter www.toyplosion.de. Das wird richtig cool. Da werden viele YouTuber da sein. Ich werde auch da sein. Und das Geilste ist, es ist nur 19 Kilometer von mir entfernt. Naja, aber das ist was. Ich hoffe, die Halle wird sehr voll sein. Ich hoffe, alle werden kommen. Alle werden ihren Spaß auf jeden Fall haben und bringt genug Kohle mit. Denn da werden so geile Sachen werden dabei sein. Da träumt ihr von. Also, seid dabei und wir sehen uns spätestens am 26.08.2023. Und jetzt viel Spaß bei meinem Montana-Video. Ciao. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's wieder mal um ein Unboxing. Ihr habt es im Titel sicher schon gelesen. Und zwar geht es heute um den Montana von den Origins. Das ist die Vintage-Version. Die fanden und finden viele von uns ja immer noch richtig toll. Ich unter anderem auch. Und jetzt machen wir ein Unboxing von diesem coolen Typen. Aber ich will euch nicht lange aufhalten. Sehen wir uns den schönen Montana im Detail an. So Leute, da haben wir die Kandidaten. Ich habe direkt mal nebeneinander gelegt, den alten und den neuen Montana. Kommen wir noch mal erstmal zu dem Vintage. Also wie ihr seht, das Übliche, er ist natürlich heller. Ich lege die gleich noch mal nebeneinander, wenn die ausgepackt sind. Und was natürlich sofort auffällt, bei der Vintage-Version waren die vier Beine nur angedeutet. Ja, und bei der Origins-Version, da sind die komplett erhalten oder komplett vorhanden sein, so nenne ich es mal. Aber ich bin gespannt, ich habe ihn noch nie ausgepackt in Händen gehalten. Kommen wir erstmal zu der Packung. Klar, Amazon typisch, aber für Amazon ist das noch echt gute Qualität. Da habe ich ihn auch übrigens her, Amazon Deutschland. Habe ich spontan gesehen und direkt bestellt. Hier vorne seht ihr das 40 Jahre Masters Logo, finde ich sehr, sehr schön. Reflektiert auch so ein bisschen, so ein Hologramm. Gefällt mir sehr gut. Natürlich klassisch Masters of the Universe mit Montana Schriftzug. Hier seht ihr, dass es eine europäische Karte ist. Und dieses schöne Horde-Symbol, The Evil Horde, das finde ich sehr toll. Generell ist diese Karte wirklich sehr schön gemacht und vor allem diese breite Figur füllt diese Karte auch richtig gut aus. Das geht fast bis zum Rand. Die einzige Figur bis jetzt, wo das so war, war der Sunman. Der ging ja auch bis zur Ecke. Also viel fehlt da nicht mehr, noch nicht mal eine Fingerbreite. Ja. Die Rückseite, natürlich wieder sehr viele Verbraucherhinweise, ist klar. Hier die Funktion. Hier ist direkt zu sehen, dass der Hebel nicht mehr am Rücken ist, sondern am Hinterkopf. Der Kopf ist auch beweglich, das ist bei der Vintage-Figur nicht der Fall. Und ja, der Stern ist natürlich wieder mitten im Artwork drin. Finde ich sehr schade. Was ich gut finde, ist, dass meine Karte unpunched ist. Sonst sieht das immer ein bisschen doof aus, wenn da so ein Stück von dem Artwork fehlt. Die Snake Men oder die Schlangenmenschen, die haben keine Chance gegen Montana. Hordak, der Befehlshaber, ist im Hintergrund zu sehen. Chrislo auch, der leider als Exclusive rauskommen soll oder wird. Wir werden es erleben. Hier oben seht ihr noch mehr Schlangenmenschen. King Hiss ist hier zu sehen. Radlor, Tanglöscher. An sich sehr schön gemacht. Hier ist die komplette Wave 9 zu sehen. Pickett wird es in einem anderen Video von mir bald geben. Also seid gespannt. Die anderen beiden habe ich leider noch nie. Noch nie, noch nicht. habe ich noch nicht. He-Man und Skeletor in der 2000Xer Version. Ansonsten finde ich die Karte wirklich sehr schön. Und vor allem von Montana die
Beine, wie ausgeprägt die hier dargestellt sind. Mega cool. So Leute, dann würde ich mal sagen, wir packen ihn mal aus. Da ich ihn leider nur einmal habe, versuche ich die Karte so wenig wie möglich zu beschädigen, weil unter anderem packe ich mir auch dieses Artwork immer sehr gerne in meinen Ordner rein. Wie immer hier in diesem Luftloch, in dieser Luftöffnung, bisschen einreißen. Hier kann man schon mal den Beipackzettel entnehmen, wenn er nicht gerade hakt, wie bei mir jetzt. Ne, der hakt. Das ist kein gutes Zeichen. Ich habe die Befürchtung, dass der vielleicht... Ja, der ist verklebt. Schade. So. Natürlich wieder ein bisschen kaputt gegangen. Schade. Aber das ist ja bei der ganzen Wave derselbe Comic, deshalb ist es noch zu verkraften. Hier wieder dieser Beipackzettel, den wir alle kennen und lieben. Den Bewegpunkten. Finde ich übrigens immer wieder cool anzusehen. Ja, der kommt in meine Mappe. So, dann haben wir das Mini-Comic. Nicht beachten, wie gesagt, ich habe es leider kaputt gemacht. Skeletor ist hier zu sehen mit He-Man, beide in der 2000X-Version. Sunman und Pickett sind auch dabei. Sehr cool. Ja. Also ich muss sagen, die Zeichnungen, die werden auch immer besser. Ich bin zwar noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber guckt euch das mal an im Vergleich zu den ersten Comics. Das ist schon, da liegen schon Welten zwischen. Und ich muss immer wieder den Spruch sagen, es sind ja an sich keine Comics, wie bei den US-Karten. Es sind ja eigentlich Bilderheftchen. Hier ist auch der Talent Fighter zu sehen. Richtig cool. Ja, und hier ist die ganze Wave 9. Wie gesagt, die Zeichnungen werden immer besser. Also Mattel, bitte dranbleiben. Ups. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Figur. Lässt sich scheinbar... Ja, lässt sich gut rausnehmen. So, Karte, die kommt später in meinen Ordner rein. Da haben wir diesen schönen Mantena. Guckt euch das an. Was man gleich sieht, wenn ihr mal mit die Vintage-Version vergleicht, er ist wesentlich dunkler. Finde ich aber noch nicht mal schlecht. Das hat das gewisse etwas, ehrlich. Ja, kann sich sehen lassen. So, dann schneide ich mal die Bänder durch. Diesmal mit Schere statt mit Messer. Normalerweise von der Rückseite besser, aber hier kommt man ganz gut dran. So. Ich guck mal, ob das jetzt alle waren. Ihr seht direkt, der Kopf ist beweglich. Finde ich cool, finde ich schön, finde ich toll. So, hier ist noch ein Band. So. Ist noch ein Band? Nee, das ist nur ein bisschen verhakt. So. Ich komme erstmal hier zu dem Blister. Hier ist schön die Armbrust eingearbeitet in den Blister. Finde ich sehr geil. Nicht wie früher diese Beutel, die sie mal da dran geklebt haben. Sehr cool. Die Armbrust, wie gehabt, die kennt ihr ja alle. Dieses Mega-Action-Feature. Achtung, Feuer! Boom! Naja, aber die ist schon cool. Erinnert sehr an die Vintage-Version. Schere packe ich mal weg. So, jetzt guckt euch diesen Prachtkerl an hier. Als erstes muss ich mal das Action-Feature testen. Also bei dem ist eine Feder eingebaut, nicht so wie bei der Vintage-Version. Die Augen kommen raus, kommen auch nicht so weit raus, finde ich, wie bei der Vintage-Version. Aber sie gehen rückstandslos dann wieder rein, sobald man loslässt. Ich würde ihn mir gerne so hinstellen, da müsste ich das irgendwie vielleicht mit Tesafilm fixieren oder so. Wie Retrozeit 81 schon sagte, wäre eine Idee. Manche mögen natürlich sagen, oh, kannst ja festkleben mit Tesafilm. Das ist noch das harmloseste. Kannst ja auch mit Sekundenkleber festkleben. Nee. Nee. Also da darf schon nichts drankommen an die Figuren. So, jetzt gucken wir mal die Beine an. Wahnsinn. Also so wie in der Filmation-Serie, so muss Mantena aussehen. Auch wenn ihn manche in der Vintage-Version besser finden, aber guckt euch das doch mal an. Jetzt seid doch mal ehrlich. Der Stand
Ist aber wesentlich sicherer. Gut, der ist jetzt hier nicht ausgerichtet, aber guckt euch das an. Richtig cool. Ja, gucken wir mal den Paintjob an. Hier ist eine kleine gelbe Stelle. Hier. Hier ist ein bisschen rot drüber. Aber alles minimal, was ich bis jetzt sehe. Kann ich absolut mit leben. Hier seht ihr den Hebel. Er ist auch sehr leichtgängig, was ich absolut gut finde. Wenn ihr mal guckt, die Augen kommen nicht wirklich weit raus. Wenn ihr mal die Vintage-Figur anguckt und jetzt guckt euch das an. Also sieht man deutlich, ne? Aber ich finde es gut, dass, wie gesagt, mit der Feder. Das haben sie ja, auf eine Art gut, auf eine Art nicht so gut, wenn man sie dann nicht so positionieren kann, die Figur. Aber ich will mal nicht meckern. Gucken wir mal weiter. Ja, die Beine sind auch schön. Wirklich richtig tolle Figur. Hier sehr schön gearbeitet. Paintjob ist hier auch sehr schön. Ich finde diesen beweglichen Kopf so cool. Kann man den abmachen? Stimmt. Ja, sicher. Jo. Ja, ansonsten eine sehr tolle Figur, wie ich finde. Ihr seht auch gleich, dass die Vintage-Version, wie ich schon ein paar Mal sagte, heller ist. Aber ansonsten guckt euch das mal an. Jetzt mal ganz ehrlich, die Figur finde ich sehr, sehr gut. Die Flossen sind ausgearbeitet bei allen vier Beinen. Das Horde-Symbol ist gut gemacht. Ist auch ein bisschen größer wie bei der Vintage-Figur. Ja, ein klein wenig größer. Das Gelb sieht ungefähr gleich aus vom Gürtel. Und generell das Horde-Symbol auf der Brust, das ist ein bisschen matter als bei der Vintage-Version. Ansonsten, das Rot ist vom Kopf ist aber heller wie bei der Vintage-Version. Und ja, und das Blau ist halt schwarz, dunkler. Ist kein Schwarz, ich würde sagen, ist ganz dunkles Blau. Ja, ansonsten super Figur. Hier seht ihr die schöne Karte von Mantenna nochmal. Eine Rundumsicht mit diesem genialen Artwork, wie Hordak sich sicher ist, dass Mantenna die ganzen Schlangenmenschen da in Schach hält. Total geil. Es ist eine europäische Karte, wie ich schon sagte. Aber mega cool. Nur warum macht Mattel immer wieder diesen schrecklichen, schrecklichen Stern genau aufs Artwork? Vorne dieses geile The Evil Horde Symbol. Total geil. Ich hätte es allerdings besser gefunden, wenn bei der Wilden Horde, wie bei den Schlangenmenschen nächstes Jahr, das Horde-Symbol, wie bei den Vintage-Karten zum Beispiel, auf die Karte direkt verewigt worden wäre. Das hätte ich noch viel geiler gefunden. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ich bin ja froh, dass die überhaupt neu aufgelegt wurden. Aber das hätte dem Ganzen noch so das i-Tüpfelchen gegeben. Ich hoffe, ich werde ihn nochmal mit guter Karte bekommen. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Der den Mantenna als Kind mochte, wird auch diese Figur lieben. So, hier habe ich Mantenna auch direkt die Armbrust angelegt. Und hier seht ihr nochmal einen direkten Vergleich zwischen alt und neu. Wie ihr seht, variieren die Farben natürlich, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde die Farben von den Origins Mantenna sogar irgendwie cooler. Das hat so das gewisse Etwas, finde ich. Ist zwar schade, dass die Augen jetzt nicht so weit rausfahren können wie bei der Vintage-Figur. Dafür hat die neue Figur halt ihre Vorzüge bei den Beinen, ganz klar. Der Paintjob ist auch gut gemacht, bis auf ein paar minimalste Fehler oder Makel, aber die stören mich nicht im geringsten. Das sieht man wirklich nur, wenn man wirklich ganz genau hinguckt. Wie findet ihr die Figur? Ich finde sie richtig klasse. Ja Leute, wie fandet ihr den Mantenna so? Wie gefällt er euch so? Habt ihr ihn schon oder wollt ihr ihn überhaupt? Also ich kann ihn nur sehr empfehlen. Ich finde den richtig cool. Und ich finde, der hat schon... Also das ist eine der Figuren, die am meisten, ich sag mal, wo am meisten im positiven Sinne umgeändert wurde. Mega geil, die Figur. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich finde ihn richtig klasse, besonders mit den vier Beinen.
1A. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch einen schönen Einblick gewähren, wie der Mantena so ist und alles. Und hoffentlich habe ich euch dazu animiert, ihn auch zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.